Das Freilichtmuseum am Kiekeberg im Süden Hamburgs ist mehr als ein klassisches Freilichtmuseum. Auf über 12 Hektar zeigt es das Leben in der Region. Von 1650 bis in die 1970er Jahre. Einmalig in Deutschland ist sein Agrarium. Eine Ausstellungswelt zu Land- und Ernährungswirtschaft in Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft. Das Agrarium zeigt auf 3 Etagen mit über 3300 Quadratmetern die Entwicklung zur modernen Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Von der 19-Tonnen-Dampfmaschine zum Pommes-Frites-Schneider, einem aktuellen Mähdrescher-Simulator und zur Fast-Food-Ecke. Es gibt zahlreiche Mitmachstationen und Wissensinseln für Besucher jeden Alters und ein umfangreiches Vermittlungsprogramm für Schulklassen und Kindergeburtstage, Erwachsenenkurse, Vorträge, Diskussionsforen und Verbraucherbildung. Im Mai 2012 wurde das Agrarium eröffnet. Ein guter Anlass, um zurück- und vorauszublicken. Willkommen im Agrarium. Ich stelle meine Gäste heute einmal vor. David McAllister, Mitglied im Europäischen Parlament, früherer Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Und er hat am 5. Mai 2012 das Agrarium mit uns eröffnet. Willkommen. An seiner Seite Heiner Schönecke, Mitglied im Landtag in Niedersachsen und Vorstandsvorsitzender des Fördervereins des Freilichtmuseums am Kiekeberg. Und zu meiner Rechten Stefan Zimmermann, Museumsdirektor hier vor Ort. Schön, dass wir alle heute hier sind. Nächstes Jahr feiern wir 10 Jahre Agrarium. Am 5. Mai 2012 haben Sie, Herr McAllister, bei uns das wunderbare Zentrum hier eröffnet. Erinnern Sie sich noch an diese besondere Feieratmosphäre? Also ich erinnere mich noch sehr gut daran. Das war einer der schöneren Momente meiner Amtszeit als niedersächsischer Ministerpräsident. Und vor allen Dingen, weil hier etwas ganz Besonderes damals geschaffen wurde. Das Agrarium ist ja ein Meilenstein auch in der Entwicklung dieses Museums gewesen. Und deshalb war das ein schöner Anlass. Und es ist schön, nach einigen Jahren mal wieder hier zu sein. Ja, herzlich willkommen. Herr Schönecke, Sie haben uns damals auch schon begleitet beim Aufbau und auch bei der Eröffnung des Agrariums. Also der Tag der Eröffnung war natürlich unvergessen. Heike Meyer, Stiftungsratsvorsitzende, David McAllister, der Landrat Joachim Bord, Professor Wiese, alle, wir waren ja gespannt wie die Flitzbögen, wie das denn ablaufen würde. Alleine schon die Wortschöpfung damals, die dann hier Platz gegriffen hat, dass dieses Ausstellungsgebäude Agrarium zu nennen, ne? Das war ja schon, auch, das mussten wir ja auch lernen, damit wir da denn auch keinen Fehler machten, ne? Wer kommt schon auf so eine Bezeichnung? Und das war natürlich für uns ein Riesenmoment hier im Museum. Und das hat uns dann ja auch richtig nach vorne gebracht, wenn ich darüber nachdenke, dass wir jetzt plötzlich in dem Moment auch ein Museum war, was man im Winter besuchen konnte. Bei schlechtem Wetter kann man jetzt Kiekeberg besuchen. Und früher war es natürlich in Anführungszeichen nur ein Freilichtmuseum. Ja. Jetzt wird warm und trocken, Herr Zimmermann. Aber es ist gleichzeitig auch ein besonderer Bildungs- und Lernort hier. Genau. Also das ist ja eine unserer Kernaufgaben, als Bildungs- und Lernort zu fungieren, Museumspädagogik. Und da ist ja das große Stichwort BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was wir hier im Kiekeberg stark praktizieren. Wir tun das mit, glaube ich, einem sehr innovativen Anspruch hier im Agrarium, eben die Geschichte der Landwirtschaft, die Geschichte der Ernährung zu vermitteln an ein ganz breites Publikum und eben auch immer wieder aus der Geschichte heraus diese Gegenwartsbezüge herzustellen. Das macht es, glaube ich, hier sehr besonders. Herr McAllister, wenn Sie sich umschauen, sehr besonders war die Steilvorlage von Herrn Zimmermann. Ein Forum für Diskussionen müsste im Sinne der EU sein. Also in der Tat, hier ist etwas Besonderes entstanden und dieses Agrarium kann ja auch ein Ort, ein Forum sein für Diskussionen rund um das wichtige Thema Ernährungsbildung, Ernährungsberatung, Agrar- und Ernährungspolitik insgesamt. Und was mir auch gut gefällt hier ist, dass dieses Museum Konzepte des klassischen Museums verknüpft mit dem vielleicht eher modernen, für jüngere Menschen ausgerichtete Ansatz des Science Centers. Also es ist hier eine gelungene Mischung aus Bewährtem und Neuem. Und deshalb muss ich sagen, Hut ab, das ist hier gut angelegtes Geld. Dankeschön. Herr Schönecke, Sie sind praktischer Landwirt. Was sagen Sie dazu? Landwirtschaft im Museum vermitteln
Ja, wir haben damals ja durchaus im Fördervereinsvorstand darüber diskutiert, wo wollen wir hin damit. Und dieser Ansatz, dass wir den Menschen vor den Toren Hamburgs, ich sage mal, wir sind ja hier der Platz in Niedersachsen, wo einem Hamburg zu Füßen liegt, lieber David McAllister, wenn man dann Gäste aus Brüssel hier mal empfängt, man kann direkt auf Hamburg schauen. Diese Kombination der Stadtbevölkerung, der Menschen aus der großen Stadt Hamburg und dieses Landes an dieser Schnittstelle zum Land Hamburg so zu zeigen und so zu präsentieren, wie kommen die Erbsen in die Dose? Was wird passiert mit der Bohne? Was passiert mit der Milch? Was passiert, wenn ich Marmelade kaufe? Beim Edeka, beim Rewe oder wo auch immer. Das ist natürlich das, womit sich ein Hamburger dann hier auseinandersetzen kann. Und das haben sie auch getan. Und dann die Verbindung mit unseren alten Schleppern hier, mit unserer tollen Ausstellung. Schlepper ist ja auch ein Riesenthema immer geblieben hier. Diese vielen Fans bis hin zu unserem Dr. Trecker, das ist schon eine tolle Geschichte. Und das sind nicht nur die Hamburger, sich davon überzeugen. Nein, wir bekommen ja immer wieder auch Fördergelder von der EU, zum Beispiel fürs Agrarium oder auch vom Bund für die Königsberger Straße, die wir gerade bauen, als Vorbild. Herr Schönecke, Vorbild? Ja, die dort politisch Verantwortung tragen beim Bund und in Brüssel und auch in Hannover, sind natürlich herzlich eingeladen, hier mal zu schauen, was man denn mit Fördergeldern dann am langen Ende machen kann. Und die vielen jungen Leute, die heute hier in ein Museum gehen, das ist für uns ja immer der Beleg dafür, dass wir das richtig gemacht haben. Die vielen Schulklassen, die ohne Zwang hier quasi herkommen, für uns damals in meiner Jugendzeit war Kiekeberg eine verstaubte Bude. Da gab es ein paar alte Häuser, da gab es Spinnengewebe und da gab es Eulennester vielleicht, aber ansonsten war hier nichts. Und das haben wir hier wirklich zum Leben erweckt und jeder Tag, der also hier mit Veranstaltungen ausgefüllt wird, ist ein wahnsinnig toller Tag auch für unseren Förderverein. Mhm. Für den Förderverein und Herr McAllister, Sie sagten ja schon, auch die Fördergelder sind gut angelegt und so Institutionen, die eine breite Bevölkerung ansprechen. Gehen Sie selbst auch mal in Museen und was macht ein interessantes Museum aus Ihrer Sicht aus? Also wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, sind ungefähr 3,5 Millionen Euro europäische Strukturfördergelder hier in die Region geflossen. Und das ist auch richtig so, denn das ist ein in jeglicher Hinsicht lohnenswert angelegtes Geld. Ich gehe privat oft in Museen, vor allen Dingen mit der Familie. Und ich möchte gar kein besonderes Museum jetzt hervorheben. Also sowohl in Belgien könnte ich jetzt viele nennen, als auch zu Hause hier bei uns in Niedersachsen, in Hamburg und in Bremen. Ich glaube, Museen sind immer dann besonders interessant, wenn sie ein Angebot machen für die ganze Familie. Wenn also Erwachsene, Jugendliche und Kinder irgendwie zugleich etwas Unterhaltsames erfahren. Deshalb muss man mit differenzierten Konzepten arbeiten, um das spannender zu machen. Aber es sind ja vor allen Dingen die Familien, die solche Museen wie zum Beispiel auch hier das Kiekeberg-Museum insgesamt sich anschauen, um auch den jungen Leuten mal zu zeigen, wie es vorher war. Und bei dem kurzen Rundgang, den ich heute erlebt habe, habe ich für mich selbst entschieden, wir werden mit der Familie sehr bald hier zurückkehren, weil auch so ein Projekt wie die Königsberger Straße, das ist etwas, was ich meinen Töchtern im Teenageralter mal zeigen möchte. Wie haben wir eigentlich in den 50er, 60er und 70er Jahren gelebt? Prima. Das ist eine Steilvorlage für unseren Museumsdirektor, der nämlich genau deswegen die Königsberger Straße und auch das Freilichtmuseum so konzipiert hat, wie es gerade ist. Genau, also dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Genauso würde ich ein erfolgreiches und attraktives Museum auch beschreiben wie Herr McAllister. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit der Themensetzung nah an den Lebenswelten der Menschen dran ist, dass sie hier wirklich auch ein Stück weit Antworten finden auf Fragen, die sie gerade bewegen, dass man den Diskurs gesellschaftlich relevanter Fragen hier irgendwie aufgreift, das aber eben auf eine Art und Weise tut, die durchaus auch unterhaltend ist. Also Bildung muss Spaß machen, ist eigentlich so ein bisschen ein Slogan. Das soll sich gar nicht ausschließen. Und man muss natürlich bei den Vermittlungsinstrumenten auch immer gucken, dass man zeitgemäß unterwegs ist. Das heißt, Digitalisierung,
attraktive Angebote vor allem auch für jüngere Menschen schaffen, ist dann natürlich auch eine Verpflichtung, die wir haben. Und beim Thema Vermittlung und Digitalisierung haben wir viele tolle Partner im Boot. Einer davon repräsentiert durch Herrn Schönecke. Und da schließen sich Kreise, denn der Förderverein unterstützt uns auch sehr stark bei Zukunftsprojekten. Ja. Also egal, was wir gemeinschaftlich anpacken, der Förderverein ist eigentlich immer im Boot. Ich gehörte zu den ersten 7 Mitgliedern dieses Vereins, war also Gründungsmitglied und habe dann diese Entwicklung mitmachen dürfen. Heute stehen wir bei 13.500 Mitgliedern, lieber David McAllister. Das ist eine wahnsinnsgroße Zahl und das ist im Grunde schon ein mittelständischer Betrieb, den wir hier im Museum am Laufen halten. Und das Tollste, was man denn in seiner Zeit erleben kann als Vorsitzender, ist dann, dass fast das halbe niedersächsische Kabinett Mitglied im Förderverein ist. Wir haben 4 Mitglieder aus der aktuellen Landesregierung, die Mitglieder im Förderverein sind. Und ich weiß, dass du an vielen Stellen natürlich auch in der Politik in Deutschland, in Brüssel, weltweit unterwegs bist. Und damit du dieses Kiekeberg-Museum dann auch nicht vergisst, habe ich gedacht, ich würde dich jetzt hier mal gleich mal ein bisschen auszeichnen mit unserer kleinen Nadel. Und wenn du das denn heute nicht abbindest bei deinen wichtigen politischen Gesprächen, die du heute noch hast, dann werden wir das natürlich ganz sauber beobachten, wo auch immer, wie auch immer, unter welchen, bei welchem öffentlich-rechtlichen oder Sender auch immer David McAllister auftritt. Für uns war das eine tolle Ehre, dass unser Ministerpräsident, der damals dieses Agrarium mit angeschoben hat und im Grunde das Startzeichen damals in Hannover gegeben hat, dass wir es bauen konnten, der dann hier die Eröffnung mitgemacht hat und dass er heute nach 10 Jahren an uns denkt und heute vorbeikommt und sagt, es interessiert mich immer noch. Vielen Dank, David McAllister. Das sind tolle Abschlussworte und schöne Ausblicke auf das Jubiläumsjahr 2022, in dem wir 10 Jahre Agrarium feiern, mit tollen Aktionen, einer besonders schönen Ausstellung hier und weiterhin uns mit Landwirtschaft und im Diskurs auch über Landwirtschaft und Ernährung unterhalten können. Herr McAllister, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und wir freuen uns auf den Besuch mit Ihrer Familie im Agrarium und am gesamten Kiekeberg. Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank.